98,7%. Lieber Sebastian, darf ich dich? Am Samstag wird Sebastian Kurz beim Parteitag in Linz mit 98,7% offiziell zum Kanzlerkandidat und Chef der neuen Volkspartei bestätigt. Auch Reinhold Mitterlehner ist zugegen und nimmt noch einmal Abschied von seinen Parteikollegen. Außerdem wünscht er seinem Nachfolger und dem neuen Team viel Erfolg. Doch auch Mitterlehner wird verabschiedet und erhält sogar ein Geschenk. Auf Facebook verrät der 61-Jährige, was sich in dem Abschiedsgeschenkkorb befindet und ist dann selbst etwas irritiert. Was war im Abschiedsgeschenkkorb am Bundesparteitag? Wunderschöne Wanderschuhe und 4 Packungen Studentenfutter. Waren die wirklich für mich gedacht? Eine Userin kommentiert den Post mit den Worten: Ah, sie gehen also wieder zurück zur Uni. So ein Philosophiestudium hat noch nie jemandem geschadet. Anfang Mai zieht Reinhold Mitterlehner seinen Hut und verabschiedet sich als Vizekanzler und ÖVP-Parteichef. Kommende Montag.